zack, die Brühe ist hin. Die Sunprotect, die ist nicht hin. Die haltet das aus. Grüß euch, da bin ich wieder. Die Sonne scheint draußen, warm ist, perfektes Wetter. Und da habe ich mir was einfallen lassen. Unsere Schutzbrillen, Sicherheitsbrillen und Sonnenbrillen. Davon möchte ich euch heute auch nicht sagen. Jeder kennt das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel eine Sonnenbrille oder Schutzbrille hat, man steigt ins Auto ein, natürlich liegt der auf dem Sitz. So, was passiert, wenn ich aufsitze? Zack, die Brühe ist hin. Die Sunprotect, die ist nicht hin. Die haltet das aus. Schaut her einmal, was die Brühe noch kann. Ich kann die Birn. Das ist ein Wahnsinn. Schaut her einmal. In allen Richtungen birgt die. Wie ein Windrad. Die Zimmerer lieben sie, die Maurer lieben sie, allgemein auf der Baustelle. Ich selber habe die zum Motorradfahren durch ihre ergonomischen Form. Da krieg ich keinen Windzug aufs Auge. Und außerdem schaut die nicht lässig aus, oder? Von allen Richtungen ein Hammer. Die Frauen kennen sicher das Problem, wenn sie die Brühen so umtragen, was passiert, wenn sie es runterziehen, bleiben die Haare hängen. Die bleiben nicht hängen. Die ziehe ich runter und das war's. Perfekt für diese Jahreszeit. Aber auch im Winter zum Skifahren. Glaubt's mir das, ich hab's selber daheim. Danke.